So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elder Scrolls Online. Und wir folgen nach Fadar mit seinen drei Gegnern, die hinterhergesprungen sind. Wir sind nämlich hier. Da, über den Ruinen. Unsere Schlacht endet hier, Bruder. Nafala ist gefallen. Wir müssen in diese Festung gelangen. Nun halt Steinfeste entdeckt. Schöner Einstand. Pff, wie schnell könnt ihr die Ladezone benutzen? Was werden wir jetzt machen? Ohne Verstärkungen haben wir keine Möglichkeit, die Feste einzunehmen. Solange die Drachengarde noch steht, gibt es immer einen Weg. Verdammt sei der Stolz dieses Drachen. Wenn Nafala den Angriff nur abgebrochen und sich mit uns neu formiert hätte. Es scheint, als hätten wir keine Wahl, als die Bestie zu retten. Helft ihr mir? Ich stehe auf eurer Seite. Aber was ist mit den anderen? General Remus wird ein zweites Kontingent anführen, um die Kultisten in Schach zu halten. Das sollte uns die Zeit verschaffen, nach Nafala zu suchen. Bei Lekis Klinge, ich hoffe nur, er ist noch am Leben. Ohne ihn wird es schwierig, diese Feste einzunehmen. Irgendwelche Berichte über den Orden des Neuen Mondes? Der Kult schart sich um Lad Vulon. Höchstwahrscheinlich, um ihn unter Zuhilfenahme ihrer Äonensteine mit mehr Macht zu versehen. Noch ein Vorteil, den sie über unsere Streitkräfte haben. Ich bin zum Kampf bereit. Gut, meine Freundin. Das ist unsere Gelegenheit, uns zu beweisen. Und den Beweis dafür zu erbringen, dass die Drachengarde noch immer die Bewohner dieser Welt beschützt. Ihr Kult schaftet voraus und findet einen Weg voran. Ich schließe mich euch in Bälde an. Hat er gerade gereimt? Ich glaube, der hat gerade gereimt. Zaji, der Drachentöter ist da. Das hören wir noch bis ans Ende unserer Tage. Genau, er wird jetzt den Unterschied machen. Zaji. Wenn ich an seinen Namen denke, muss ich immer irgendwie an Schaschlik und Sushi denken. Sushi mag ich nicht. Schaschlik. Mag ich, ja. Oh, hier ändert sich das. Das Landschaftsbild verändert sich. Oh, das ist eine Ladezone. Oh, scheiße. Ich glaube, die ist ziemlich groß. Ich wollte schon sagen, oder spielst du? Wir wissen nicht, was in diesen Höhlen lauern mag. Das hast du alles geladen. Naja, gut, das Interieur, ne? Aber... Hm. Schon ziemlich... Hm. Die Unheil... Das sieht aus wie Nafala da unten. Wollen wir mal sehen, ob wir einen Weg zu ihm finden können. Oh, Urnen? Yeah. Es geht wieder los. Oder auch nicht. Das sind irgendwelche Gefäße ohne Deckel. Super. Das heißt, die haben keine Items. Wartet. Auf dieser Tafel steht eine Art Nachricht. Also ich sehe zwar Gegner. Nichts aus. Hey. Okay. Schau mal einmal nicht hin, sind sie wieder da. Durch die Macht der göttlichen Maske und durch ihr Licht so gesegnet, lernt ihr von der schwarzen Bestie, die im tödlichen Kampf uns begegnet. Nehmt die Maske, um unsere Geschichte zu erblicken, in der
segnetes Licht scheint, wird der Weg nach unten geöffnet, ins eisige Gefängnis hinein. Auf eine eher umständliche Art scheint uns diese Tafel zu sagen, wie wir weitermachen sollen. Es scheint, dass mehr hinter der Unheilssteinfeste steckt, als man auf den ersten Blick erkennen kann. Die Inschrift verlangt nach dem Licht einer himmlischen Maske, was nur die Maske von Alkosch meinen kann. War diese Feste früher im Besitz des Rudels von Alkosch? Die Inschrift erwähnt auch einen Kampf mit der schwarzen Bestie. Ja, die schwarze Bestie. Einer der größten Feinde der Drachengarde. Ein Drache von gewaltiger Macht. Was darauf hinweisen würde, dass diese Inschrift von der Drachengarde stammt. Doch was haben sie hier gemacht? Die Drachengarde und das Rudel von Alkosch. Es muss irgendeine Verbindung zwischen ihnen geben. Genug Spekulationen fürs Erste. Wir müssen Nafalar finden. Laut dieser Inschrift kann man die Maske irgendwie zum Entzünden von Feuern verwenden. Wir sollten nach Fackeln oder Feuerschalen suchen, die nicht brennen. Dann suchen wir doch diese Feuerschalen. Ihr Knochenschinder, ihr seid gefeuert. Oder gekristallisiert. Den kann man auch nennen. Das war's. Seid ihr verletzt? Da. Jeden Tag, mein Freund. Jeden Tag. Diese Feuerschale reagiert. Seisahan, du hast gerade die Pointe, meine Antwort, versaut. Sieht aus wie aus einem Comic von, keine Ahnung. Vom Zeichenstil würde ich fast sagen, das ist der Disney-Film von Herkules oder sowas. Das muss die schwarze Bestie sein, der sich die Drachengarde darstellt. Sieht aus, als würde die Garde von einer Khajiit angeführt. Vielleicht ist sie ein Mitglied des Rudels von Alkosch. Aber es sieht gut gezeichnet aus, muss man sagen. Also das kann man nicht leugnen. Nee, da wollen wir nicht hin. Khajiitische Kriegerin von eben. Sie hat die Maske von Alkosch an sich genommen. Genau wie ihr. Halt, könnte sie Yadari sein. Wieso fragst du mich das? Ich bin noch nicht ein Khajiit. Noch ein Schinder. An die Waffen! Das wäre erledigt, denke ich. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Knochenschindern hier. Einige nehmen mehr Schaden vom Blitz, die anderen nicht. Oder die Gegner haben irgendwie... Oder die beiden haben irgendwie... so einen Drain-Effekt am Start, der dann genutzt wird. Schon wieder ist mein Blitz nicht durchgegangen. Dann folterst du doch! Hui! Wie viele Gegner sind denn hier?
Das ist Nafalar. Yadari bietet ihm die Maske von Alkosh an. Aber er lehnt sie ab. Offenbar steht sie für etwas. Aber ich bin mir nicht sicher, wofür. Da kommen wir gleich zu. Wie, mein Ziel ist außer Reichweite? Ich bin doch gerade daneben gewesen. Puh. Schön, dass das Spiel sagt, Ziel außer Reichweite. Oh, das sieht nach Loot-Lauter aus. Bei Nekis Klinge, jetzt verstehe ich. Die schwarze Bestie ist Lat Volon. Die Drachengarde hat ihn eingesperrt. Doch das kostete Yadari ihr Leben. Und Nafalar ist nirgendwo zu sehen. Ist die Frage, was Nafalar hat, ne? Da habe ich so ein Mikrostocken drin, warum? So. Oh, Sei will mal wieder sprechen. Sei, wo bist du? Hallo? Nicht du. Was kann ich für euch tun? Yadari schloss sich der Drachengarde an, um einen grässlichen Drachen niederzustrecken. Das Rudel von Alkosh nannte ihn den Dämon aus dem Osten. Die Drachengarde hingegen, die schwarze Bestie. Doch sein wahrer Name lautet Lat Volon. Es gab auch einen Wendeteppicher, der Yadari mit der Maske von Alkosh zeigte. Ganz genau. Sie muss die Macht der Maske gebraucht haben, um Lat Volon zu besiegen. Yadari und die Drachengarde hatten auch noch einen anderen Verbündeten, Nafalar. Er gab ihnen sein eigenes Horn zum Einsatz gegen Lat Volon. Doch es gab auch etwas, was er Yadari verweigerte. Etwas, wobei die Maske von Alkosh eine Rolle spielte. Und dann kam die Entscheidungsschlacht. Yadari fiel, doch es gelang der Drachengarde dennoch, Lat Volon einzusperren. Über Jahrhunderte hinweg war er unter eben dieser Festung weggeschlossen. Das heißt, bis er entkam, was uns zu dieser Schlacht führt. Nafalar kann uns vielleicht mehr erzählen. Was mich interessiert, ist, wie Yadari die Maske von Alkosh gegen Lat Volon einsetzen konnte. Obwohl ich vermute, dass Nafalar auch in dieser Hinsicht ein paar Einsichten haben könnte. Wir sollten unsere Suche fortsetzen. Betrete die Versiegelungskammer. Der ist ja ganz schön reingekracht. Ja, Dari? Nein. Ihr seid es, Jägerin. Desu. Die Zeit verschwimmt. Es ist so wie zuvor. Ich spüre, wie Lat Volons eisige Boshaftigkeit diese Kammer durchdringt. Das war also sein Gefängnis, nicht wahr? Und nun hat er sichergestellt, dass es mein Grab wird. Wir haben von Yadari erfahren. Sie kämpft an der Seite von euch und der Drachengarde gegen Lat Volon. Ja, ich gab ihr mein Horn, doch das reichte nicht. Und so bat sie mich, die Maske von Alkosh mit Macht zu erfüllen, damit wir Lat Volon erschlagen und seinem Schrecken ein Ende machen konnten. Ich lehnte ab. Lat Volon wurde weggesperrt, aber nicht ehe Yadari in der Schlacht fiel. Yadari bat euch, die Maske mit Macht zu versehen. Was soll das heißen? Man braucht zwei Willen, um die Maske zu erwecken. Der eine muss der eines Champions aus dem Rudel von Alkosh sein. Ein Krieger, der sich der Macht der Maske als würdig erwiesen hat. Der andere muss von meinesgleichen kommen. Von einem Drachen. Ich habe die Maske von Alkosh. Ich habe mich mit den Hallen der Hochmähne gestellt und mich als würdig erwiesen. Fenyuntid, der Wille meines Vaters, des Drachenkönigs der Zeit.
Alle Dorf streben nach Herrschaft. Und so ist unser Unheil auch der Befehl eines Königs. Ich werde mich nicht von euch abwenden wie von Yadari. Ich werde die Vergangenheit nicht wiederholen. Was meint ihr? Ich werde mich euch anschließen und die Maske mit Macht versehen. Ihr seid eine würdige Verbündete und ein Champion des Willens meines Vaters. Nur gemeinsam können wir darauf hoffen, Lad Vulon zu besiegen. Hebt die Maske vor mir in die Höhe. Es ist Zeit. Zeit. Hat geladen. Zordung, Kalos. Mythen, die lebendig werden. Ein Trick der Maske. Mehr nicht. Kommt, lasst uns sehen, was jenseits der Dünen liegt. Ja, du hast gleich lesen. Jetzt siehst du es ja schon. Er ist schon mal vorgeflogen. Toll. Ach, schön, wenn man Mounts hat. Oder wenn man einer ist. Vor mir waren aber auch schon Leute hier. Hier sind Fußspuren. Ui. Ich glaube, das ist Sofengarde, nur in Drachenform. Hier, das ist dieser unendliche Riesendrache aus Guild Wars. Ich habe den Namen vergessen. So Wong hieß das Ding, glaube ich. Ja, Dari. Entschuldigungen passte noch nie zu euch, Nafalar. Jetzt seid ihr hier. Das ist alles, was zählt. Ein neuer Champion wandelt an Yadaris Stelle. Wir können noch alles richtigstellen. Mhm. Armer Rakajin. Es war sein Schicksal, über diese Sande zu wandeln, wisst ihr? Sich dem Rudel von Alkosh anzuschließen. Doch Gier tränkte sein Herz wie eisiger Regen und raubte ihm die Wärme. Und so fiel es auf eure Schultern, diesen Weg zu beschreiten. Rakashin diente den Drachen. Drachen, ja. Und noch etwas weitaus Schlimmerem. Lad Vulon, der Dämon aus dem Osten. Es hat nicht gereicht, ihn wegzusperren. Ihr müsst dort Erfolg haben, wo Yadari scheitert. Ihr müsst den Dämon für alle Ewigkeit verbannen, wie es Alkoshs Wille ist. Warum ist Lad Vulon so gefährlich? Ist er nicht einfach nur ein weiterer Drache? Lad Vulon ist die Pein des Chaos. Ein Schatten, der eine schuppige Haut trägt. Er trachtet danach, diese Welt in Leid zu tränken, wie es seinem Wesenskern entspricht. Er wird etwas anderem den Weg ebnen. Einem neuen Mond, der von Dunkelheit erfüllt ist. Dann wird der Wandteppich der Zeit zerfasern. Eine tolle Beschreibung für den Dämon aus dem Osten. Ich will Lad Vulon besiegen. Werdet ihr mir erzählen, wie? Alkosh wacht mit misstrauischem Blick über uns Sterbliche. Er wird seine Macht einem von uns verleihen, der dieser würdig ist, ja. Doch nur dann, wenn uns sein Blut seine Unterstützung schenkt. Nur die Macht eines Drachen kann die Maske erwecken. Ihr scheint zu allem gewillt. Könnt ihr das Gleiche auch über Nafalar sagen? Ja klar, wir sind bereit, die Maske mit Macht zu versehen. Ihr müsst die Maske von Alkosh vor ihm erheben. Denkt nicht, spürt. Treibt den Zweifel aus eurem Herzen und macht euch bereit, Alkoshs göttlichen Willen anzunehmen. Ihr müsst erfolgreich sein, wo Yadari gescheitert ist, Maskenträgerin. Ihr müsst Lad Vulon vernichten. Wartet, bevor wir die Maske mit Macht versehen, habe ich noch ein paar Fragen. Na, eigentlich habe ich die nicht mehr. Natürlich, Maskenträgerin. Yadari ist sich sicher, dass ihr viele Fragen habt. Erwartet bloß nicht zu viele Antworten, ja? Das ist neu. Das ist aus dem Hauptspiel, glaube ich. Ich wurde einmal durch das Amulett der Könige mit Macht versehen. Ähnelt die Maske von Alkosh diesem Amulett? Ihr vergleicht die Sande des Stundenglases mit den Stunden, die durch die Zeit verstreichen. Können sie wirklich dasselbe sein?
Und sind sie andererseits wirklich so verschieden voneinander? Die Antwort darauf kennt nur der Drachenkönig. Gibt es etwas, das ihr mir sagen könnt? Nur auf eine Weise, die vielleicht nicht so leicht zu verstehen ist. Wisset, dass der Drachenkönig euch jetzt genauso anleitet, wie er euch damals anleitete. Doch es seid ihr selbst, die den Pfad beschreiten muss, den er vor euch ausbreitet. Vergesst das nie. Ich verstehe. Ja, lebt wohl. Es ist cool. Das macht also einen Unterschied, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat. Das ist aus dem Originalspiel gewesen, das Amulett der Könige. Es hat damals, wie hieß der noch? Wie hieß denn der Wurmkönig? Scheiße, ich habe den Namen vergessen. Dem aus der Hauptkampagne. Der einen quasi die Seele geraubt hat. Der hat mal danach gefragt. Gut, wir... Tretet vor ihn, Drachengardistin. Es sollte nur ein paar Worte brauchen. Erinnert ihr euch, Nafalar? Worte, um das Gewebe zu heilen. Drachenkönig im Himmel. Ahu-Hansu-U. Diese Sterbliche ist würdig. Wabu-Krikrentit. So werden eure Fäden geflickt werden. Die Maske erwacht. Geht nun. Bändigt die Macht von Alkosch und überwindet den Dämon des Ostens. So, wie es immer sein sollte. Unsere Stärke ist jetzt eins, Akatus. Lasst uns dies zu Ende bringen. Wie können wir die Oberfläche erreichen? Gehen wir. Das Mauer. Wollte schon sagen, gut. Ich wollte gerade sagen, jetzt fliegt er durch die... Jetzt fliegt Manni Marco was, genau. Den meinte ich. Der die Stimme von Vin Diesel hat. Ich höre ihn jetzt noch schreien. Wo ist das Amulett der Könige? Ich werde keine Spoiler hier jetzt erzählen, wer die Hauptstory noch nicht kennt. Aber es macht wirklich einen Unterschied, ob man wirklich alles gespielt hat. Das finde ich cool, dass ich mit diesem Charakter das noch erleben kann. So, das hier ist nämlich tatsächlich, ja, auch sozusagen das Ende, kann man so sagen, von Dragonhold. Aber... Es muss ein bisschen warten. Danke fürs Zusehen.